Also ich spreche für die Augenchirurgin und dort haben wir uns es zum Ziel gesetzt, 50% der Frauen an den OP-Tisch zu bringen. Derzeit sind die aktuellen Werte bei 15% plus. Das heißt, es ist ein großer Bedarf, Frauen zu fördern, zur Ophthalmochirurgin zu werden. Und die Schwierigkeiten liegen in der Ausbildung, in dem quasi Abdriften der Ärztinnen, quasi in Familie, in Mutterschutz und so weiter, und so dass dann eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau für diese chirurgische Tätigkeit nicht mehr gegeben ist. Wir registrieren mehr und mehr Frauen, die ophthalmochirurgisch tätig sind, aber dennoch ist es nicht genug und dennoch entspricht es nicht der Quote, die wir derzeit haben können, wenn seit über 12 Jahren über 60% der Studierenden weiblich sind, kommen die nicht an. Also ganz gezielte Förderung von Frauen. Es müssen die Probleme der Frauen quasi der Karriere beachtet werden, der Vereinbarkeit mit Kindern und Familie. Es müssen flexible Arbeitszeiten, spezielle Arbeitsmodelle geschaffen werden und auch weiteren chirurgische Tätigkeiten, zum Beispiel während der Schwangerschaft, wo wir als Augenchirurgin auch daran gearbeitet haben, zusammen mit anderen Fachrichtungen, die chirurgisch tätig waren. iFOX ist natürlich eine Plattform, die uns unterstützen könnte, diese Ziele wahr werden zu lassen. Und es würde uns natürlich freuen, wenn Frauenthemen mehr avisiert würden.